Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 310 am Samstag, den 7. Oktober 2023. Es ist 22.30 Uhr und wir haben noch 1 Grad Außentemperatur an meinem Außenfühler und minus 2 in der App. Also ich denke eher minus 2, fühlt sich auch so an, wenn ich draußen bin. Ich war bis gerade eben noch drüben im Haus und bin hier rüber gelaufen, hatte nur Pulli an, das sind nur ein paar Meter, aber es ist echt frostig kalt. Ja, wir sind heute nach Finnland gefahren, einen kleinen Tagesausflug gemacht, eine gute Stunde bis zur Grenze und dann dort auch nochmal, ja, ich glaube auch insgesamt eine gute Stunde nochmal zum größten Skigebiet Finnlands und haben uns das angeguckt und tatsächlich sind wir hier in Schweden ein Stück gefahren und dann war so rechts und links auf einmal so ein bisschen Schnee, also wirklich nur, es hätte sogar raureif sein können, sage ich mal, von der Menge her, aber es war tatsächlich Schnee. Und in Finnland wurde es dann immer mehr und da hatten wir schon richtig vereiste Straßen auch und sowas und auch ein bisschen Schnee, aber ja, wirklich, also nur hier und da und auf der Straße so, also nicht wirklich viel. Aber es gab schon den ersten Schnee für mich zu sehen, jetzt Anfang Oktober. Das war schon spannend und ich bin ja nicht so der Wintermensch, muss ich ja ehrlich sagen. Deshalb flüchte ich ja im Winter auch immer in den Süden, ins Warme. Ja, das war aber trotzdem ein wunderbarer Tag, weil die Sonne hat geschienen und wir hatten das richtig schön. Waren dann noch in einem Laden, wo es verschiedene Dinge zu kaufen gab, unter anderem Messer und da haben die Jungs sich umgeguckt und so und Maxi hat tatsächlich auch ein Messer erstanden und ich habe mir eine Holztasse gekauft, die wollte ich schon lang haben, aber die sind unheimlich teuer hier in Schweden, zum Teil 60, 70 Euro und das war ich nun gar nicht bereit auszugeben. Aber die ist richtig schön, hat am Griff noch ein Stück von einem Rentierhorn mit eingearbeitet und das gab es kostenfrei quasi dazu. Ich konnte mir den Namen unten eingravieren lassen von der Frau, die hinter dem Tresen stand zum Verkaufen und das heutige Datum. Das habe ich dann getan. Und habe da André anderswo reingravieren lassen. Das ist richtig schön geworden. Also Freihand hat die das da. Also ich bin ja immer wieder begeistert von solchen Leuten, die das so Freihand können. Ja, und jetzt haben wir den Abend hier ausklingen lassen. Das war richtig toll. Und ich muss noch 2 Korrekturen von gestern nachreichen. Erstens hat mir Julian gesagt, dass die Hütte nicht 4x2 Meter ist, sondern 5,60 x 3,60 Meter. Also das ist ein ganz schön großes Ding, was er da auf seinem Holztransporter, auf seinem Holztrailer darüber gefahren hat. Und ich habe, und da möchte ich mich echt dafür entschuldigen, Maxi gestern vergessen zu erwähnen, denn er war ein fleißiger Mitkoch bei den Spätzle. Er hat da richtig viel mitgeholfen und mitgekocht. Julian hat noch die Zwiebeln geschnitten, nicht, dass ich morgen wieder irgendwas nachreichen muss. Aber das hat richtig gut geklappt und es war eine richtig tolle, ja, schöne Erfahrung, zusammen zu kochen. Ich habe das früher ja in der Schule mit den Kindern immer gemacht und ich liebe das einfach. Ich liebe selbst zu kochen. Ich liebe das aber auch mit anderen zusammen zu kochen, ob nun klein oder groß, ganz egal. Mag ich sehr gerne. So, das habe ich jetzt noch nachgereicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder irgendjemanden vergessen, der irgendwo mitgeholfen hat. Aber ich denke, das sollte so passen. Also, liebe Grüße an dieser Stelle an alle Beteiligten, die hier und da mit mir was machen und helfen. Und es ist eine tolle Zeit, die ich hier erleben darf. Und vielen Dank an euch da drüben, dass ihr das alles so ermöglicht und ihr so tolle Sachen mit mir macht. Also, ja, freue ich mich sehr drüber. Das gilt an alle Familienmitglieder da drüben im Haus. Jetzt wünsche ich dir aber einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.